Und entweder du stehst jetzt hier, weil du... Weil es so schön ist neben dir. Ja, das finde ich auch, aber das interessiert die Leute nicht. Oder vielleicht hast du auch noch so einen Preis, ich eventuell. Oh, na. Einen dritten Preisträger. Ein weiterer Grimme Online Award 2017 in der Kategorie Kultur und Unterhaltung. Und da freue ich mich ehrlich gesagt ganz besonders drüber. Geht an Wochenendrebell. Für mich ganz persönlich, der ich selbst Vater zweier Kinder bin, sind Sie mir, lieber Herr von Jutatschenka, ein Vorbild. Wie Jason erzählt und wie sein Vater Mirko tief zuhört, das berührt mich wirklich sehr. Es ist ein Dialog zwischen Vater und Sohn, der in Erinnerung bleibt. Wie beide Geduld und jeder für sich seine eigene Form der Liebe und Freude füreinander aufbringt, das ist gleichsam berührend und spannend und lehrreich und komisch und es wirkt ungezwungen und dadurch sehr unterhaltsam. Die Jury schreibt in ihrer Begründung, Autismus, so heißt es in JJs Twitter-Biografie, beinhaltet genauso viel Behinderung wie Behilflichkeit. Jason und Mirko von Jutatschenka nutzen Blog und Podcast, dies zu beweisen und ihr Publikum folgt ihnen dabei gern mit Vergnügen und Anteilnahme. Herzlichen Glückwunsch. Jason und Mirko von Jutatschenka. Herzlichen Glückwunsch und ein Mikrofon, damit man hört, was Sie sagen. Meine allererste Frage ist, aus welchem Moment heraus ist die Idee zu diesem Podcast oder der Wunsch, diese Plattform zu wählen, entstanden? Ja, Punkt erstmal. Also wenn es um den Podcast geht, muss ich dann gleich weiterreichen eigentlich, ja, bitte. Weil die Idee war ja nicht von mir. Ja. Möchtest du dazu was sagen? Ja? Also der Podcast alleine stammt erst aus einer Zeit, nachdem das Projekt schon lange gestartet ist. Und ich habe halt viele andere Podcasts ebenfalls gehört. Und dann wollte ich halt auch einen selber machen. Und dann haben wir uns Themen ausgedacht, die haben wir in eine Lostrommel geworfen. Und dann haben wir ein Thema gezogen und haben die Folge dazu gemacht. Hat es dich gewundert, dass so viele Leute das gehört haben und so viele Leute das Bedürfnis hatten, euch zu sagen, wie toll sie das finden? Nein. Gut. Gut. Ich hab gehört im Vorfeld, du warst ein bisschen unglücklich über die Kategorie, in der euer Podcast nominiert ist. Ist das richtig? Ja, ich wollte lieber in der Kategorie Information oder Wissen und Bildung nominiert sein. Ja. Okay. Aber warum? Also was ist der Grund, warum du denkst, das wäre viel treffender für mich? Naja, weil die Themen, die von mir stammen, sind meistens die Themen in der Lostrommel Sterne, schwarze Löcher. Die Themen stammen halt von mir. Also wissenschaftliche Themen, mit denen du dich beschäftigst. Ja. Gut, dann liebe Grüße an die Jury. Nächstes Mal bei der Kategorie ein bisschen aufmerksamer. Ansonsten kurz nachfragen. Du hast auch noch ein eigenes Blog, richtig? Ja. Das könntest du ja nächstes Jahr einfach einreichen. Ich wusste nicht, dass man das einreichen kann. Ja, du findest hier heute Abend jemanden, der für dich das nächstes Jahr einreicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ihr werdet eigentlich heute in den Urlaub gefahren, ist das richtig? Hm? Ja? Ihr werdet eigentlich heute in den Urlaub gefahren? Ja, aber dann, wir fliegen morgen dann. Okay, wo geht's hin? Nach Kreta. Dann finde ich es toll, dass ihr um einen Tag verschoben habt. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an euch hier. Was fürs Handgepäck?
Ja, genau, noch was fürs Handgepäck. Hier ist dein Preis. Und hier ist eure Bühne. Wenn ihr möchtet, macht noch ein Foto. Herzlichen Glückwunsch, sehr gerne. Herzlichen Glückwunsch an den Wochenendrebell Jason und Mirko von Jutta Schenker und an Oliver Pflug für den unermüdlichen Einsatz in der Kategorie Unterhaltung und Kultur. Ja, Olli hat die Flatrate-Kategorie durchmoderiert. Dafür gibt es gleich aber auch für dich Shortlane an der Getränkebar. Wir haben das geklärt. Vielen Dank.